This is a full-scale showdown against the Empire's entire invasion force. Here are the details. Aha. Okay, die haben sich dort ein bisschen verschanzt in Gräben. Wir haben auch eine Gräben. Aha. Oben wird gerade ein kompletter Angriff geplant. Ich soll, wenn es geht, das gegnerische Feuer vermeiden, werde ich in der Gräben gehe. Danach soll ich angreifen. Mein Ziel ist es, dorthin zu kommen. Außerdem gibt es freies Gebiet zwischen unseren Gräben und den Gräben. Dort wird dann gerne mal gebombt. Okay. Die Dinger werden uns wahrscheinlich nicht in den Gräben treffen, aber wenn ich außerhalb bin, dann RIP. Mhm. Okay, außerdem gibt es irgendwo ein Camp, was ich einnehmen kann. Wenn ich das hab, dann kann es sein, dass die Bomben aufhören. Cool. Außerdem habe ich noch keinen Panzer, weil die Raketen das Ding sonst sich zerstören. Sobald die Raketen weg sind, kann ich dann auch die Panzer einsetzen. Uff. Okay. Die Frage ist, mit wie vielen Panzern kommt der Gegner mir entgegen? Okay. Lago und Rosie dahin. Und Alisa kann auf die Seite. Und ich versuche mal alles ein bisschen. Gleich mich zu verteilen. Ingenieure kann ich ja trotzdem. Kann ich trotzdem einen mitnehmen, glaube ich. So, und ich würde diesmal Sniper mitnehmen. Und was brauche ich hier noch? Ah, noch ein Ingenieur, keine Ahnung. Aktuell brauche ich noch keinen weiteren. Das ist eher die Frage, was mir dann entgegenkommt. Danach geht's ja. Sonst, naja, aber wenn es ein großes Gefecht ist, dann nehme ich lieber noch einen dritten Sturmtrüppler mit. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, wie es wird. Wir haben vorher auch schon 100% gegeben. Was ist denn Teufel? I guess. That enemy camp looks awfully well protected. This one's going to come down to slipping past the enemy fire and into their lines. Lieutenant Gunther, that Valkyria from Barius has been sighted here as well. The Eastern Front is suffering debilitating losses to her as we speak. Ja, und die Valkyrie räumt gut auf, natürlich. Are you serious? It's possible she'll head this way before much longer. Keep your eyes open. Das ist alles Bombinggebiet. Scheiße. Okay, das da muss das Camp sein. Wo die Bombenbefehle raushauen. Hm. Okay, ich nehme auch hier mal den ersten Scout, um zu gucken. Oh, das muss ich auch noch die. Die Map relativ gut einprägen, sonst hat man ja keine Chance. Okay. Ehrlich. Halt dein. Was soll denn das? Schandmaul. Komme ich nicht irgendwie weiter? Ich bin noch mitten in der Bombenzone.
Ich glaube, ich einfach so rumstehen sollte. Sieht eher nicht so geil aus. Oh. Okay, wenn ich da rauslaufe, kriege ich instant aufs Maul. Das ist die dämliche Geschützstellung. Okay. Ja, okay, von der rechten Seite ranzukommen, sieht schon fast wie das Beste aus. Irgendwas, was ich treffen kann? Nee, natürlich nicht. Okay. Und dass meine Truppen jetzt sinnlos vorlaufen, hoffe, dass sie nicht gleich sinnlos vom Bombenfeuer dort mit erfasst werden. Das wird ziemlich retarded. Ja, da irgendwie hochzugehen, ist relativ sinnlos. Ich hätte eigentlich noch vor uns einen Granatwerfer da ein bisschen reinschießen können mit den Scouts. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Na, scheiß drauf, okay. Mal gucken, wie es auf der Seite so aussieht. Oh, ein Snapper-Turm. Boah. Schnell rein. Jawohl. Von wo schießt er? So, von da unten. Ja, ne, gut, dann. Glaube ich, da rein tun wir den kurz. Denkst du, es ist witzig, was du da machst? Jo, da kommt noch einiges mehr auf mich zu. So, den Turm, da kann ich direkt mal besetzen. Na, gucken, ob es auch so weit kommt. Boah. Ich kann ja fast gar nicht laufen und das wurde ich ja schon so viel Upgrades gegeben habe. Ach du meine Fresse, okay. Scout Elite. Sweet dreams. Cool. aber ich glaube, ich hole sie von diesem Turm lieber wieder runter, oder? Ich glaube, es ist nicht so geil, dass ich da oben stehen lasse. Die haben ja auch kein Deception Fire, also. Warum sollte ich das tun? Oh, jetzt können die noch ein bisschen mehr schießen eigentlich. Es kommt doch sehr darauf an, wo die Bomben dann einschlagen. Aber gut, ich denke, ich kann erstmal hier eine Runde hoch. Dann da unten wieder rein. Lauf, 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 lauf. Ja, gut, ich glaube, besser ist das wird's nicht. Ja, jetzt kommt wirklich drauf an, ob die Bombenmission in mir hier alles zerwichst, was ich liebe oder nicht. Sinnvolle Ziele. Ne, die Bunker hat natürlich keine Chance. Noch jemand, den ich sinnvoll mitnehmen kann? Auch der Scouter. Wenn ich mit ihr mal eine Runde durchlaufe, komme ich dann da raus? Scheiße, so viele. Das kann ich schon viel besser. Good work. Keep it up.
Okay. Ich hoffe echt, dass die überall sicher sind. Die restlichen zwei Kommandopunkte. Obwohl zumindest in Lago. Lass ich noch ein bisschen laufen. Falls ich ihn doch mal eben brauche. Da kann ich Anna echt auch laufen lassen. Okay, schauen wir mal. Warum genau hat er jetzt Status Down? Wofür hat es gesorgt? Habe ich jetzt nicht genau aufgepasst. Okay, gut. Ah, schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Aber eigentlich sind meine Leute ja überall relativ gut geduckt, also. Er hat auch nur 6 Aktionspunkte, die er verschwenden kann. Oh, mehr ist es schon gar nicht. Oh. Okay, Map ist doch relativ groß tatsächlich. Scheiße. Ja, so leicht wird das da hinten nicht einfach einzunehmen. Nix da. Okay. Dieser scheiß Bunker. Mal gucken, ob ich nicht irgendwie so vorankomme. Ohne. Zugangspunkt. Was? Müssen die haben, wollte ich gerade sagen. Vielleicht habe ich von hinten Glück. Das ist jetzt so, was man jetzt echt wissen müsste. Ah. Ja, ignoriert mich einfach. Ist nicht so wichtig. Okay, meine zwei Sturmtrüppler dürften gleich hier ordentlich aufräumen. Kein Problem. Dauerfeuer. Nee, ist leider. Kann ich die von da unten nicht treffen? Okay. Das steht erstmal ganz gut. Da ist das Ding, wo ich ohnehin hin muss. Ob du deine Schandmaul hältst. So, das hier kann ich gleich easy hochjagen. Kann ich auch schon weiter direkt mitlaufen. Okay, das passt so. Alles kein Thema. So. Dieses Mistchen hier kann ich gleich mal auseinanderwichsen. Verstärkung kann kommen, Freunde. Hier geht's runter. Kurz mal Orientierung verloren. Okay, soweit mache ich eigentlich relativ gut Fortschritt. Zwei Sturmtruppen da erledigen alles relativ gut alleine. Sieht gut aus. Der croucht auch nicht. Okay, gut, dorthin zu kommen. Das sieht ein bisschen schwieriger aus, aber auf der anderen Seite ist es ja auch gar nicht mein Ziel, dorthin zu kommen. Wenn ich von der Seite irgendwie rankomme, dann wäre das auch kein Thema. Mal gucken, ob sich was ergibt.
getan mit zu den anderen. Nee, Moment. Hä? Ne, hier ist das Ding da. Da dürften wir hier entgegenkommen. Ah, was auch immer. Ist jetzt nicht so wichtig. Sie könnte ich mitnehmen. Sie kann ich auf die Sniper Tower jetzt eigentlich stehen lassen, so. Das scheint ja nicht wirklich zu stören. Mal gucken, ob sie noch einen geilen Treffer landen kann. Es scheint nicht so. Na los, komm. Einen Versuch gebe ich ja noch. Ist wieder nicht so sein. Okay. Extra Schuss. Sie kann zwar nicht wirklich schießen, aber sie hat immerhin einen neuen bekommen. Ja, für die Runde reicht es erstmal mit ihr. Eigentlich müssen wir mit Sturmtruppen weiter reinlaufen. Da laufe ich aber auch genau auf das MG zu. Campen wir halt hier drüben eine Runde. Ist auch okay. Weil bis ich dorthin komme, kann sich ziehen. So, Lago nehme ich auf jeden Fall auch mit. Gott, fliegt halt langsam, Mann. So, das heißt, er ist auch mit am Start. Muss ich jetzt noch jemanden irgendwie loslaufen? Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Hier ist nochmal loszulaufen. Wenn ich da irgendwie in Truppen reinlaufe, dann ist es easy rip. Oder ich versuche wenigstens reinzukommen. Obwohl Lago müsste sowieso von der Seite aus laufen. Von da ist es, glaube ich, relativ bums. Ja, kann ich es auch stehen lassen. Ich nehme auf diesen einen Kommandopunkt jetzt auf, oder? Oder schon einfach nur diesen einen Kill. Hi. Es geht. Ja, mit dem Kommandopunkt. Das ist ein scheiß Lancer? Nee. Jetzt steht sie da. Oh fuck. Ich hätte überhaupt noch wesentlich Deckung zu kommen. 5 Kommandopunkte nur noch. Verstärkung, ja, bitteschön. Okay. Aufgrund der Tatsache, dass er nichts tut. Und bisher nicht wirklich Widerstand da, aber schätze einfach mal, dass dann die gegnerische Valkyrie dann hier richtig gut ficken wird. Let's do this thing. Enemies, this ain't even fair. 69 Schüsse, Alter. Fucking ernst. Ich hoffe, ich kann beide auf einmal treffen. Perfekt. Ja. Reinlaufen und Action machen, würde ich behaupten. Halt deinen Schandmaul.
Lacht sich dafür aus, dass ich versuche auszuweichen. Was für ein Ehrenmann. Okay. Das gibt sinnlos Schaden. Easy. So, das heißt, das Camp kann ich auch easy für mich beanspruchen. Ja, damit. Sir, we've occupied the Midway Camp. Good. That means they can't call in any more rocket salvos. Oh, die Panzer sind da, Freunde. No, the Valkyria's arrived. Fuck. I need to pay you back for that defeat. Vielleicht hätte ich das Ding einfach nicht mitnehmen sollen. Lieutenant, the Valkyria appears to be making her way to our base camp. It's too dangerous to confront her directly. What are your orders? All right. Continue your attack as before. If we take their base camp, she may fall back. It's a race to see which of us can capture the other one's flag first. Oh, geil, jetzt bin ich auch noch sinnlos bei ihnen. You probably can't stop her, but sending a few tank rounds her way may slow her down. There are dips and divots across the field. Hide your tank in those and snipe at her. Understood. We'll try our best, Captain. So wird die Panther versuchen, sie wegzusnipen. Na klar. Legit. Ah, Verstärkung. Sinnlos. Tja, das heißt, ich muss noch sinnlos beeilen, oder was? Ah, das macht immer gar keinen Spaß. Yo. Ich glaube, ich besser gekommen, wenn ich hätte versucht, das Camp so einzunehmen. Oh, dort steht sie schon. Und sie hat Hunger, so wie es aussieht. Wo ist mein eigener Panzer verflucht? Hallo? Eigener Panzer? Dort sind die. Alter. Sinnlos. Na egal. Auch der Typ darf einen Abgang machen. Tja, mein Gristalk ist jetzt der große Panzer, der da auf mich warten wird. Wie viel Leben wird er haben? 2,8, Alter. Und da kommt jetzt alles drumherum, was mich irgendwie abnerven kann. Das heißt, Lago wird auf jeden Fall mitkommen müssen. Alter. Jetzt komme ich ja nicht mal durch. Und ich stehe genau vor der alten. Oh nein. Ah, hätte ich doch sehen müssen, dass du blockiert hast. Wie Bims ein Spast. Gut, wie genau ich die jetzt aufhalten soll. Kein Plan. 8 Schüsse für diesen Dreckspanzer drüben. Obwohl, wenn ich nur einen einzigen Crit lande, dann ist easy. Oh, ich mach doch eh keinen Schaden. Wirklich sein, dass ich reinfahre. Am Ende kommt sie von hinten und dann bin ich komplett RIP. Ah. Okay, mal gucken, was ich mit meinem Scout hier so erledigen kann.
Oh, komme ich jetzt hier durch? Hi. Ich hoffe, Stock kann ich mal kurz langlaufen. Oh Gott, ich muss niesen. Jesus Christ. Uff, okay. Glück gehabt. Oh, ich stehe schon relativ weit davor, das ist gut, aber... mit dem Lago, das ist jetzt... sowas von Hard Cancer eigentlich. Ja, ich glaube, dass die Stellung einfach so wie sie ist. Und versucht noch. Die abzuschießen bringt sowieso nichts. Ich kann genauso gut versuchen, diesen Panther hin zu snipen. Kein Plan, was es bringt, wenn ich da reinfahre, aber okay. Ja, mal gucken, wie böse sie mir jetzt gleich den Arsch aufreißt. Ja, noch mehr Verstärkungen, klar. Nein, unser Standardpanzer, warum? Oh, sie läuft echt fett hier rein, oder? We need to proceed with extreme caution. Stay in those trenches as you make for their camp. Alter, wie viele Truppen sind denn da hinten völlig sinnlos? Oh, Flammenwerfer. Komm, Counterfeuer, clean. Ah, fast. Ernsthaft. Er hätte einfach nur schießen müssen, der Typ wäre so gut wie tot gewesen. Aber okay. Haben wir wohl nicht nötig. Warum auch? Auf einmal kommt da richtig Bewegung rein. Das ist ein Scheiß. Ey, Alter. Okay. Campen wir das mal Richtung Camp vor. Und schauen dann. So. Einer weniger. Bis ihm das nerven wird. Na du? Puh. Das hat er gesehen. Jetzt muss ich mit ihm erst diesen riesigen Umweg laufen. Oder ich muss es vielleicht auch nicht. Das Ding hier einzunehmen wäre natürlich jetzt auch super hilfreich. Aber ich müsste erst so sinnlos nah ran. Okay. Schau, wenn ich mit einer Aktion starte, ist das schon gar nicht mal so übel. Kann ich mir das Camp schon holen?
Ja. Da räume ich jetzt nämlich hier hinten mal eine Runde auf. Ja, deine Scouter ist eher nicht so wichtig. Was aber schon eher wichtig ist, ist das da. Und für meine anderen Truppen so ein bisschen den Weg frei zu machen. So, hier kann er erstmal ein bisschen bleiben. Hurra, die Titan-Spiele von Benbo stehen jetzt im Spiel zur Verfügung. Cool, danke dafür, Steam. Die Information hat gerade mein Leben gerettet. Wieso ist es keine Option hier, drüber zu gehen? Das ist so eine Verschwendung von Aktionspunkten. Bis der heute mal irgendeinen Panzer auseinander nimmt. Das wird sich noch locker ziehen. Naja, vielleicht dann nächste Runde. Auf jeden Fall kann ich doch jetzt mit denen ja mal ein bisschen vorrücken. Insofern Sevaria. Boah. Okay. Mit denen laufe ich heute nirgendwo mehr hin. Die sind auf jeden Fall festgenagelt. Keine Chance. Komplett keine Chance. Nun. Der Panzer kommt nicht raus, Alter. Der scheiß Panzer kommt nicht raus. Ich piss mir ein. Riecht ja Dünnschiss, wenn ich das sehe. Du hast deine Frau überfahren. Gut zu machen, Wolken. Du fetter Mistpanzer. Ja, noch 2 Jahre mehr und dann haben wir es auch hier rausgeschafft. Keine Chance, so wie der hier fährt. Ja, genau. Maximörserfeuer. Oh nein, die sind uns eingeraucht. Cool. Ach, leck mich doch, ey. Dreckspanzer, Fotz, Wix, Scheiß. Sowas Unnötiges. Aber vielleicht zieht's ja jetzt nichts mehr. Das ist halt legit so, sie sieht echt nichts mehr. Blöd nur, dass ich jetzt keine Aktionspunkte mehr habe, um nächste Runde einen Lancer anzufordern. Das hätte mir extrem geholfen. Yo! Bis hier da eigentlich noch zu heilen können, glaube ich, ne? Schlecht. Ich habe noch einen Aktionspunkt. Ja, ich tue mal noch einen Lancer jetzt hier anfordern. Anders wird das, glaube ich, nicht. Deine Sturmtroop, da wird bestimmt nicht richtig abgehen, aber. Scheiße. Oh fuck. My rifle. Where's...
Okay, gut, das war ein Instant-Kill. Er schießt aus der Entfernung mit dem Flammenwerfer. Vielleicht reicht er trotzdem nicht für den Kill. Ist schon ziemlich mies geil. Kann man nur feiern. Er hat seine Teammate mitgelegt, danke. Das kann man nur gut finden. Ja, das geht ja so oder so drauf. Verpiss dich. So, dort ist Evaria. Soll ich versuchen, sie erst zu retten? Ich glaube schon. Damit kann ich aber jetzt noch ein bisschen Unterstützung ranholen. So ist es auch egal. So, und Cessa kann ich weiter hinten anfordern. Mal versuchen, den Panzer hinten zu treffen. Wäre auch zu schön gewesen. So, komme ich zurück in die Base? Ich würde gern den Typen jetzt zurückziehen, weil hier hinten bringt er mir sowieso nichts. Das ist vollkommen sinnlos. Da kann ich hinten schon mal irgendwer anders anfahren. Am Rundenende. Na gut, wir laufen am besten erstmal. Haben wir dich auch? Nett. Okay, er hat auch Heilung dabei. Das ist sehr schön. Weil so weit läuft er ja eh nicht. Da kann sie doch ein bisschen Heilung vertragen. Sie hat hier unten noch einiges vor. Jo, nett. Lago auch mal mitnehmen. Vielleicht kommt er auch endlich mal an. Das würde ich schon ziemlich mies feiern. Wenn es endlich was bringen würde. Ja. Vielleicht kommt er noch bis zu Melville. Na, wahrscheinlich nicht. Wäre nur ganz geil gewesen. Zwecksheilen. Gut. Da ist ja wieder komplett voll. Aber ich würde noch mindestens eine weitere Runde brauchen. So hat es ja keinen Sinn. Kommt es überhaupt durch da mit den zwei? Okay. So, wer hat Bock auf Stress? Ah, die alte da hinten. Da vorne sind auch haufenweise sinnlose Minen. Das ist nicht so schön. Ja, die Hitboxer-Dinger ist auf jeden Fall schon ganz lustig. Ja, ohne Ingenieur ist es ziemlich witzlos. Jetzt gelandet. Kommt im Arsch, bin ich gelandet. Concentrate your fire.
Lieber heile ich's nochmal selbst. Ehe da irgendein Missgeschick passiert. Ich mach's doch schon mal bereit für nächste Runde. So, den Scout Doom, was ich auf jeden Fall auch gleich wieder mitnehmen müssen. So. Und danach muss ich immer noch anfordern. Also auf Sniper scheiße ich es einfach mal. Noch ein Lancer. Und dann habe ich schon alle meine Lancer im Feld. Geil. Ja, die kann ich eh nicht aufhalten. Oh je, die kommt doch ein wenig verflucht nahe. Aber ich kann meinen sinnlosen Panzern ja eh nichts machen. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich mit dem Kobe noch irgendwie ankommen könnte, aber nee, jetzt schlecht aus. Ich muss auch diesen riesen Umweg nehmen. Gut, immerhin hat sie sich schon mit dem Rest des Teams dann beinahe aufgeschlossen. So. Vorwart auf die nächste Runde. Ich kann mir letzten Kommandopunkt eigentlich sparen. Mal speichern und mal gucken. Schauen wir mal, wie übel ich dir das Maul bekomme. Oh, der hat auch wieder unnütz viel Verstärkung bekommen. Oh oh. Sie ist kurz in meinem Camp. Ey, die Pannen sind aber auch die sinnlose Sache. War. Verschossen. Puh. Und schießt nochmal. Ja, egal, auf den kann er schießen. Ah! Du hässlicher Penner. Das Gute ist, der Panzer ist sogar auf die Leute gedreht. Wie es mir eigentlich ganz gut passt. So, ja, die Runde muss ich irgendwie beenden, sonst ist das ganz mies. Fick bin ich. Okay. Wirklich sehen tue ich nicht. So, dass da der auf mich wartet. Alter, ein Schandmaul, Alter. Gut, dass sich auch keiner duckt. Das finde ich ja ganz hervorragend. Dass ich jetzt noch weiter da rein schieße, bis eines tot ist. Das finde ich schon ziemlich mies gut. Boah. Die Dreckskanone schießt auf mich. So, komme ich noch bis Deckung? Perfekt. Dann räume ich das Scout auch noch auf, so. Ich hätte das schon erst machen sollen. So, es muss nur noch dieser dämliche Panzer irgendwie leiden. Wenn ich einen Lancer von hinten ranbekomme, dann dürfte das aber kein Problem sein. Oh mein Gott, dieses scheiß Minenfett. Toll, den juckt fast gar nicht. 8 Schaden. Das transportiert ihn noch eher nach vorne.
So, treff meinen Radiator. Fuck yeah. See that? So, einnehmen und Feierabend. Uff. Wir haben's. Wir fucking haben's. Also die Panzer hier rufen ist echt völlig sinnlos und ohne Bedeutung. Yes, we've occupied their base camp. Those fools let them through. Fine, it's a mere delay. We've made a good start at this battle. His Grace will be pleased. Sir, verpiss dich. Sir, the Valkyria appears to be retreating. We're saved. Lieutenant, excellent work out there. Sending that monster back was a salvation for us. Sie kommt wieder, ganz sicher. That said, our side has suffered heavy losses. They are the clear victors of this first round. Oh hey, cool, wir haben trotzdem eingesteckt, sinnlos. Oh hey, trotzdem B-Rang. Nett.